Jo, willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Wir stehen Athen, wir tanzen einfach auf dem Kopf herum. Ist kein Problem. Wir gehen jetzt die Hauptmission machen. Ich habe noch mal ein bisschen am Sound ein bisschen gedreht. Ich weiß nicht, ob das überhaupt eine Änderung irgendwie was gemacht hat. Keine Ahnung. Ja, ja, hier. Der Demonstrant, der demonstriert weiter. Wir gehen mal hier so hin und wir gucken einfach mal da hinten. Hier sind viele Treppen anscheinend, die man runtergehen kann, wenn man es denn möchte. Au. Hi. Ich muss sagen, Alter, ganz ehrlich. Ich mach mal die Folge noch und dann... Ich brauche wieder eine Pause, also ich habe keine Lust. Das ist immer das Problem, wenn du nicht so... Also irgendwie schon Lust, ja, aber irgendwie... Na, auch nicht. Ich glaube, ich habe Thronebreaker. Ja, ist ein Spiel aus dem Witcher-Universum. Habe ich aufgenommen. Eine Folge. Habe ich noch nicht hochgeladen. Das werde ich aber demnächst mal machen. Die geht ein bisschen länger, 50 Minuten oder so. Und werde mal gucken, vielleicht spiele ich das einfach anstelle von diesem Spiel. Weil... Habe ich mir Bock irgendwie gerade drauf, aber auch wenn dann nicht, dann nicht. Also, ja. Ah, guck mal, hier ist der Typ, den könnte ich ja theoretisch direkt töten, Alter. Also direkt wegmachen, dann ist der tot. Oh, ist der direkt weg, ne? Ja, auch nicht schlecht. Hätte ich da schon mal ein Problem weniger. Jetzt kletter hoch. Warum klettert sie da nicht hoch? Niemand weiß es. So, guten Tag. Spartaner mögen vor unseren Mauern stehen, doch wir müssen zusammenhalten für den Ruhm Athens. Für deinen Ruhm! Freunde! Freunde, bitte! Nur weil die Spartaner vor unseren Mauern stehen, müssen wir uns nicht wie sie aufführen! Eine gute Ernte! So schade, dass Sparta unsere Felder niederbrannte! Der Parthenon ist prachtvoll, Perikles! Aber zu welchem Preis? Wie viele Trieren hätten wir stattdessen bauen können? Wir dürfen uns nicht entzweien! Es gibt bereits zwei Lager und Sparta gewinnt! Handle, Perikles, oder ich werde es! Gut, du bist da. Es ist schlimmer, als ich annahm. Kleon hetzt die Meute auf. Wir müssen los. Wohin? Zu Perikles. Ja, okay. Kein Problem. Der steht ja noch da vorne. Einfach hin, ja? Mann, geh mal weg da, du nackter Typ. Hi. Geh da einfach hin, kein Problem. Bleib zurück! Sie ist keine Gefahr für Perikles. Das versichere ich. Ah, Herodotos. Schon gut. Lass sie durch. Schön, dich wiederzusehen, Perikles. Ich freue mich auch. Ich wünschte, die Umstände wären angenehmer. Und wer ist das? Cassandra. Willkommen, Cassandra. Und? Wie ist dein erster Eindruck von Athen? Dazu sagst du nichts? Nee. Andere täten gut daran zu erkennen, dass auch ein Schweigen eine klare Antwort sein kann. Ja, ist richtig, ne? Die Menge ne? stürzt sich auf die erstbeste leichte Antwort wie ein hungriger Hund auf einen Knochen. Perikles, wir sind hier um... Wir müssen den rechten Moment abpassen und privat mit ihm sprechen. Gut. Wir haben ein... Dringendes. Okay, aber warum flüsterst du? Das haben doch alle. Er hat's doch gehört. Ich sagte Cassandra, dass du sie vielleicht zu deinem Symposium einlädst. Du bittest mich, das Athener Volk auszuschließen, um eine Fremde einzuladen? Und die Meute? Die braucht nicht noch einen Grund, mich zu hassen. Wenn sie für dich arbeitet, nimmt das neugierige Auge sie vielleicht als Dienerin wahr? Ich bin niemandes Dienerin. Cassandra, dies ist Athen. Wenn du etwas willst, musst du manchmal eine Rolle spielen. Und was genau ist es, was du willst? Ich suche nach einer Frau, die mir sehr wichtig ist.
Herodotos sagte, ein Symposion sei der richtige Ort, um Informationen zu sammeln. Damit hat er recht. Ich kann dich einladen, aber ich kann nicht versprechen, dass du deine Informationen bekommst. Sag mir, was ich tun muss. Sieh zuerst nach meinem Freund Metirochos. Er sollte mich heute treffen und es sieht ihm nicht ähnlich, mich zu versetzen. Gut. Mein Freund Phidias muss so schnell wie möglich aus der Stadt gebracht werden. Sonst noch etwas? Ja, ein Scherbengericht steht an und dafür könnte ich deine Einflussnahme gebrauchen. Okay, wir haben einiges zu tun für ihn. Toll. Metiochos, du sagtest, er sei ein Freund? Ein Politiker und Verbündeter und einer meiner treuesten Freunde. Phidias? Der berühmte Bildhauer? Was hat er denn getan? Er wird verschiedener Vergehen angeklagt und erwartet sein Verfahren. Du findest ihn gut bewacht in seiner Werkstatt. Scherbengericht. Der Begriff Exil ist dir vielleicht geläufiger. Hier in Athen stimmen wir darüber ab, wer von zwei Personen gehen muss. Es geht um den Sophisten Anaxagoras und einen anderen. Der Vorwurf lautet Gottlosigkeit. Mein Kontakt bei der Agora kann dir mehr sagen. Wird erledigt. Ich erwarte äußerste Diskretion. Natürlich. Diskretion, dafür sind wir Das liegt also, gut. Läuft. Es ist nicht direkt eine Einladung, aber die Aussicht auf eine ist auch etwas wert. Auch wenn er vorher sicher Aspasia um Erlaubnis fragt. Solange ich sie bekomme. Oh, geil. Ist Elena nach Nebenmission scheiße. Ich spiele die Story einfach. Also wenn, dann spiele ich nur Story, ganz ehrlich. Ich habe auf den Rest irgendwie absolut keinen Bock, Alter. Was ist denn jetzt hier? Okay. Okay. Ich kann das wahre Ende dann natürlich nicht herausfinden, weil dafür muss ich, glaube ich, auch so eine Mission machen. Da habe ich keinen Bock drauf, Alter. Dann machst du halt nichts, wa? Oh, naja. Mir egal. Geh mir alles jetzt am Arsch vorbei, ich mach die Hauptstory und alles gut. So, was ist das? Pericles an den Kollegen? Ja, komm, wir gehen nach, wir gehen die Mitochondrien mal hier jagen und dann läuft der Spaß. Zack, runterspringen, aua, kein Problem. Still alive, Junge. Still fucking alive, okay. Jetzt hat's ein bisschen gehakelt, geruckelt und geschnibbelt, die Bibbelt. Ja, ist Warum müssen es Schlangen sein? Ah, hier komische Schreien. Wie komme ich denn hier rein, Junge? Das ist alles zu scheiße. Bro, ich kann dir nicht helfen. Ah, doch, hier. Hi. Schnell, töte die Schlangen, bevor es zu spät ist. Alter, dein Ernst? Alle tot. Toll, ich kann nicht mehr durchsuchen. Ist ja kacke. Ich preise den Gott, der dich sandte. Sie hätten mich gefressen, wärst du nicht gewesen. Die hätten dich schon nicht gefressen. Aber sie hätten mich sicher umgebracht. Also bestimmt. Danke. Ich arbeite allerdings nicht umsonst. Natürlich. Pericles schickt mich. Er sorgte sich um dich. Wirst du oft gefesselt und von Schlangen umzingelt? Auch dreimal die Woche. Das ist ganz und gar nicht lustig. Schläger brachen in mein Haus ein, zerrten mich her, fesselten mich und umgaben mich mit diesen grausigen Kreaturen. Man muss sie aufhalten. Die Schlangen? Die Schläger! Ach so, die Schlangen sind ja schon tot. Warum tut jemand sowas? Politiker sind leichte Ziele in diesen rauen Zeiten. Sie haben gesagt, ich wäre eine Schlange. Und sollte auch durch Schlangen sterben. Ja, gut, hat er jetzt nicht ganz so geklappt, ne? Hast du deine Entführer erkennen können? Pericles schickte mich ins Fischerviertel, um mit den Armen und Kranken zu sprechen. Um Hoffnung zu spenden. Deshalb habe ich ihre Stimmen erkannt. Ach ja? Sie haben mich mit Essen beworfen und beleidigt. Ihre Gesichter waren verhüllt. Doch ihre Stimmen und der Gestank nach Fisch waren unverkennbar.
Wo soll ich suchen? Ich weiß zwar nicht, wie sie aussehen, aber ich habe eindeutig ihre Stimmen erkennen können. Ja, mein Gott. Sie gehören zu Kleons Anhängern. Sie leben im überfluteten Teil der Stadt, nahe der Mauer. Okay. Ich spüre sie auf, Meteoros. Keine Sorge. Die Lage ist äußerst angespannt. Wenn das so weitergeht, bringen wir uns hier gegenseitig um, ja, bevor die Spartaner die Mauer durchbrechen. Mhm. Brudi muss los, ne? Ja, egal. So ist doch gar nicht. Guck mal, ist doch gar nicht weit weg. Da läuft. Ah, nee, das ist was anderes. Verfolge ich? Alter, ich verstehe das mit den Quests doch gar nicht. Verfolge ich die jetzt noch oder nicht, Alter? Was ist los hier? Wo muss ich denn jetzt hin, Junge? Da, verfolgt die Kacke. Mein Gott. Ist aber auch da irgendwo. Nee, das ist da. Achso, da in die Richtung. Okay, wir gehen mal da lang. Hui, au. Okay, ich würde sagen, wir machen die mal eben kaputt. Das dürfte ja nicht lange dauern. Ich meine, hey. Ja, wir sind Cassandra. Das wird schon schnell gehen. Markt der Armen. Ich werde für YouTube, glaube ich, echt nur noch... von Athen, auf den Perikles unmöglich stolz sein kann. Mal nur noch Hauptstory. Hier muss alles es doch irgendeinen Hinweis geben. Andere mache ich privat oder gar nicht. Schlange. Hä? Da. Schlangen sind böse. Schlangen? Wie jene, die Meteoros umbringen sollten. Hallo, Hund. So, nice. Okay, da komme ich nicht weiter. Gehen wir mal hier hoch. CSI Griechenland. Schlangenbisse. Die Leiche wurde versteckt. Aber ich habe das Gefühl, dass dieser Tod ein Unfall war. Aber ich habe sie gefunden. Also nicht sehr gut versteckt. Hier ist aber noch irgendwo ein Geheimnis. Und zwar hier oben. Nicht da oben. Warte, dort oben. So. Es sieht irgendwie danach aus, als hätten Meteoros Angreifer hinter jetzt ist es Zeit zuzuschlagen. Das muss das Haus okay. von Meteoros Angreifern sein. Doch der Brief beweist, dass sie nur jemandes Werkzeug waren. Nur wessen? Cleon. Warum verdammt schnüffelst du hier um mein Haus herum? Ihr habt Meteoros angegriffen. Ich fand die Schlangen, den Brief eures Freundes und eine Leiche. Alles hier. Ach, arme Arktis. Wir kannten das Risiko. Ohne Blutvergießen kann es keine Veränderung geben. Warum sollte Meteoros sterben? Wir sind Gefangene in unserer eigenen Stadt. Wegen Perikles und seinen Freunden. Der Schlangenhändler sagte, wir müssten eine Botschaft senden. Sie leiden lassen. Ihr könnt das Gesetz nicht selbst in die Hand nehmen. Nun muss ich entscheiden, was mit euch passiert. Cleon sagt, es ist Zeit, den Eliten die Stadt zu entreißen und zu kämpfen. Egal, was du uns antust. Es werden andere kommen, die uns nachfolgen. Ich weiß, dass euch jemand diese Schlangen gegeben hat, damit ihr die Drecksarbeit erledigt. Ich will wissen, wer. Er ist der wahre Held von Athen. Perikles Handlanger werden ihn nicht aufhalten. Sagt mir, was ich wissen will, sonst strecke ich euch nieder. Euer Anliegen wird vergessen, genau wie ihr. Schon gut, schon gut. Sein Lager ist direkt vor der Mauer. Dort verkauft er die Schlangen. Mann, da muss man auch mal auf den Tisch. Und so, sie haben mir es ja gesagt. Es ist nicht zu spät, etwas zu verändern. Jetzt können sie auch gehen. Es geht nur gemeinsam. Vielleicht hast du recht. Du hättest uns nicht verschonen müssen. Doch wo fangen wir an? Am Anfang. Beginnt hier. Hier ist euer Zuhause. Vergesst die Politiker und konzentriert euch darauf, was ihr hier tun könnt. Danke. Wir versuchen es. Ich befreie Athen von diesem Schlangenhändler. So, jetzt bin ich jetzt bla bla bla. Tschüss. Okay, den Schlangenhändler machen wir mal kaputt. Hier ist auch Fisch. Guck mal. Schön. Weg da. Selber Pussy, ey. Arsch. Ja, das ist das nächste Ding. Oh, ich weiß, die will ich eigentlich schon machen, aber irgendwie habe ich auch keinen Bock. Ich mache die Hauptstory. Ich glaube, wenn ich Bock habe, mache ich Sachen neben. Also so Nebenmissionen und so mache ich dann selbst. So, tschüss. Voll in den Arsch getreten, Junge. Wait, mein Freund. Don't do it, man. Hä?
Nicht getroffen. Das ist mein Ende. Nee, lass mal. Hey, Brudi. What the fuck? Warum macht der so viel? Au. Ey, selber mal Lacker, Junge. Oh, scheiß. Die Wand an, Alter. Ach, hier sind noch Schlangen. Warte mal. Das ist ein bisschen schöner. Warum weicht sie denn nicht aus? Ah, weg da. Ein bisschen von seinen Dreckschlangen weg. Ich hätte jetzt gemerkt. Okay, ich muss wieder an ihn ran, weil ich bin tot. Scheiße. Okay, das war doof. Das war nicht cool. Am Anfang habe ich nicht gecheckt, dass da Schlangen sind. Ich hätte wahrscheinlich auch so verloren, weil, Alter. Strange. Ja, es ist alles sehr merkwürdig mit Assassin's Creed. Muss ich halt echt so sagen, es ist halt echt komisch, Mann. Was willst du hier? Ach, nix. Ja, okay, ich geh gleich. Freut sich keiner, mich zu sehen. Hi. Ich will eigentlich. Nee, okay. Hi. Ich bin weg, tschüss. Ich bin versteckt. Kann mich nicht mehr sehen, aber ich hab's. Zack, Junge. Oh. Okay, pass auf. So. Immer noch getroffen. Alter, das hat aber auch eine Range, die Scheiße. Wo sind denn überall Schlangen und wo nicht? Das weiß ich gar nicht. Die sind nämlich bei Altschlangen, ne? Ich musste mal ein bisschen weglocken, den Dude. Ach komm, deine Mama, Junge. Ach, ey, das mit dem Blocken ist so zum Kotzen, Alter. Wir haben das Kampfsystem schneller gemacht, aber es geht trotzdem alles nicht. Ah, ich bin gleich wieder tot, ey. Das ist doch nur hinaus. Ah, ein Scheiß, Mann. Ey, warum trifft er mich denn? Das war's also? Hm? Alter, diese Gifthuren, ne? Die sind so fucking nervig einfach. Alter, guck mal, wie schnell er wechseln kann. Das ist so behindert einfach, ne? Ich, ja, hast du Pech gehabt. Ich bin da voll eigentlich in der Offense, aber ist egal. Spielt absolut gar keine Rolle. Ja, weg, leg dich mal kurz hin, du Penner. Mann, Alter, das Blocken ist auch scheiße auf eine verkackte Piss-Taste gelegt. Geh mal auch auf den Sack. Ne, jetzt muss ich ja ausweichen. Oh. Geh weg. Jetzt macht er mich eklig kaputt mit seinem Drecksgift. Warte. Oh, nö. So, tschüss. Die Freunde sollten nun wieder sicher sein. Mann, ey. Unglaublich. Nervtötend. Ach so, kann man gar nicht aufsammeln. Ich dachte, das wäre eine Pflanze zum Sammeln, aber nö. Okay, dann nicht. Ach ja. La 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 la. Nice booty. Ja, ja, da wollen wir hoch. Genau, so sieht's aus. Da wollen wir hochklettern. Läuft. So, sind das die Dudes, Alter, wo ich gerade war? Nee, doch. Ja. Ach so, das ist hier. Marshmallow.
Der ist eingesperrt. Der kommt doch gar nicht mehr raus aus dem Ding. Ist ja voll scheiße. Deine Lage hat sich verbessert, seit wir uns zuletzt sahen. Die Gefahr ist vorerst gebannt. Doch solange diese Monster nicht gefasst sind, ist niemand sicher. Es war eine Gruppe von Fischern. Sie handelten im Auftrag eines Schlangenhändlers, der für Athens Feinde arbeitet. Und was ist mit ihnen? Ich habe ihnen ihre Fehler aufgezeigt und sie fortgeschickt. Du hast nichts mehr zu befürchten. Gut, dass keiner sterben musste. Doch werden sie wirklich nicht zurückkommen? Ich habe ihnen sehr deutlich klargemacht, dass ich weitere Dummheiten nicht dulden würde. Nun, das hat sicher einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja, glaube ich aber auch. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe meinen, also den Zeigefinger, der wurde erhoben. Ich habe du gemacht. Mehr kann ich nicht machen, ne? Muss man, also, oh, ciao. So, Level 20 läuft. Damit könnte ich rein theoretisch was Neues tragen, aber das ist mir wurscht. Wir haben noch zwei Missionen, die wir machen sollen, bevor wir ins Symposium kommen dürfen. Ja, das machen wir. Ich werde die erstmal verfolgen. Ich bedanke mich bei euch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao und tschüss.